So, Lydia lebt. Alles klar. Aber in diesen engen Gängen wäre es jetzt echt gut, wäre ich ein guter Schwertkämpfer. Zaubertrank der kräftigen Heilung, ja. Lieber mal mitnehmen. Oh, eine Falle. Kann ich die deaktivieren? Wow! Okay, ja, ich kann sie aktivieren. Was war das? Was tue ich? Jetzt ist der Bogen weg. Egal. Aber hier haben wir die Schatzkammer der Falmer. Hm, die Schlacht am Roten Berg. Blocken verbessert auf 20. So, was ist denn hier noch alles Feines? Die Kurzgeschichten aus Morrowind. Geldbeutel. Halskette. Tja. Wir haben wohl die Schatzkammer wirklich gefunden. Hoffen wir einfach nur, dass die ganzen Viecher jetzt nicht irgendwie gleich kommen. Redoran, Venetias. Die Geheimnisse von Prinzessin Talara, Band 3. Nehmen wir natürlich auch mit. Buch, 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 Buch. Und hier eine leere Kommode. Ein Expertenschloss. Nee. Aber wir haben genug Dietriche dabei. Wir müssen halt nur noch so ein bisschen genauer werden. Na, fast. Ah, gibt's da nicht. Ein bisschen weiter nach links. So, und vielleicht noch ein Tick. Nee. Noch ein Tick. Ja, sehr schön. Und in diesem Schloss finden wir 104 Gold, makelloser Rubin, Rolle der Geißel der Untoten und eine Vulkanglasrüstung. 45 Rüstung. Oh. Oh, 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 oh. Was macht denn meine Rüstung? Die tolle, mystische. Die macht 67. Naja. Aber die ist auch schon verbessert. Vulkanglasrüstung. Das sieht ja gut aus. Die hebe ich mir auf jeden Fall auf. Vielleicht kann man die dann doch irgendwie noch verwenden. Da geht's noch nach oben. Na? Oh. Genau hinten im Po. Da rechnet selbst ein Fallmann nicht mit. So. Sind da noch mehr? Mach ihn fertig, Lydia. Na los, gib ihm den Rest. Was kommt denn von da hinten? Oh, ein Bogenschütze. Der ist für mich. So. Oh, Lydia geht auch auf den Bogen über. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Wird er wirklich nicht. Ich dachte, ich habe die Schatzkammer gefunden und jetzt geht's hier total viel weiter. So, gib mir meine Bogen wieder. Meine Bögen. Deine Ohren kannst du diesmal behalten. Hier. Wie weit geht denn das noch? Das ist ja irre verwinkelt hier. Werde ich jemals jede Kiste in dieser Höhle looten können? Ich weiß es nicht. Sieht nicht so aus. Und es werden immer mehr. So, schleichen wieder an. Schauen wir doch mal. Irgendwo muss doch dieser Bogen sein. Ach. Oh. Frisch gegrillter Skeva. Kein Problem. Den halten wir auch so weg. Und hier? Oh, das sieht ganz schön zwergenmäßig aus hier. Was bist du für einer? Hi. Tschüss. So, nervöser Zeigefinger. Gewöhnlicher Seelenstein nehmen wir mit. Chaurus-Chitin. Geldbeutel. Hm. Den, ob wir den hier nochmal finden? Scheint ja ein echter Geist gewesen zu sein. Oh, oh, oh. Und das sind echte Falmer.
So nicht. Fallmanase. Was hat der denn für ein schönes leuchtendes Schwert? So. Lydia, durchhalten. Oh, ich bin gleich tot. Warum bin ich gleich tot? Nein, nein. Tab. Objekte. Schnell. Heiltrank. Heiltrank. Wo ist meine Lydia? Warum heilt die? Warum? Was tut sie? Heilung. Immer rein damit. So. Na? Fall mal, Fritz. Von oben. Bogenschützen. Wo? Da. Man sieht kaum was. Der ganze Bildschirm ist voll mit Blut. Palmerblut. So, da ist noch einer. Oh, wo kommt der denn her? Nicht schon wieder. Nein. Dann machen wir die ganze Geschichte noch einmal. Das Geld mit. Seelenstein. Oh, ein kaputtes Wanderbuch. Das habe ich vorhin gar nicht gelesen. Karte, für die wir ein Glasdolch eintauschten, ist eine Fälschung. Wir können den eingezeichneten Pass über die Berge nicht finden. Hätten es mit Rift versuchen sollen. Vor dem Sturm Zuflucht in Ruin. Traten auf einen Druckplattenschalter und waren drinnen gefangen. Gildrin sagte, er hätte gehört, dass die Zwergenstraße, die unter den Bergen entlang führt, müssen es versuchen. Ja, dann versucht es mal. Und ich speichere jetzt und versuche die ganze Geschichte jetzt hier so ein bisschen besser zu lösen. Jetzt weiß ich auch, dass da oben die Fritzen wohnen. Na? Kann ich mich überraschen? Einen könnte ich dann auch so vielleicht schon ausschalten. Wo kommen die denn sonst her? Aus diesen Löchern da oben? Tatsächlich. Aus diesen Löchern kommen die raus. So, den habe ich erledigt, aber den nicht. Oh, die halten sowas von aus. Das gibt's ja gar nicht. Also auch Meister, ne? Meister. So, versuchen wir mal, die Bogenschützen irgendwie auszuschalten. Ich hoffe einfach nur, da kommt jetzt keiner von hinten gleich. Voll daneben. Lydia, mach den hier unten fertig. Die Bogenschützen sind ein ganz anderes Problem. Du. Fall mal, Fritze. Gib ihm den Rest. Gib ihm den Rest. Und das, obwohl ich dir in die Schulter geschossen habe. Einst war ich ein Abenteurer wie ihr. Aber dann bekam ich von meinem Kameraden einen Pfeil in die Schulter. Tja. Das hat man davon, wenn man hier so am Rummen Eiern ist. Falmer. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Höhle so lange dauert. Bist ja richtig ewig unterwegs. Hab schon fast 100 Pfeile rausgeballert hier. So, was ist das? Truhe. Gold nehmen wir mit. Eier nehmen wir mit. Heiltrank nehmen wir mit. Schlafen wollen wir nicht in dieser ekligen Falmerhöhle. Lydia, entweder kommst du rein oder raus. Rein oder raus. Lass mich raus. Lydia. Lass mich raus. Danke. Ich wollte gerade böse werden. Das hast du bestimmt gehört an dem Tonfall, den ich gerade angeschlagen habe. Aber dann ist Lydia sicherheitshalber mal einen Schritt zur Seite gegangen. Und hat mich rausgelassen. Wenn ich mich schon mit Fallmann anlegen muss hier, ja, will ich nicht auch noch irgendwie Probleme mit der guten Lydie bekommen. So, und hier? Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Ja, Lydia. Das geht nicht nur dir so. Das ist... Da kommen bestimmt irgendwelche Viecher raus. Diese Chaurus-Teile. So. Ist das da hinten ein Hexenrabe? Oh!
Tja, was will ich davon erwarten, wenn ich bei den Fallmann zu Hause zu Besuch komme? Zu Besuch gehe. Da kann schon sein, dass da jemand in der Hütte drin ist. So. Oh nein. Das ist einer dieser Großen. Und ein Magier. Und ein Chaurus und ein... Oh. Verdammt. So, Lydia, das müssen wir... Warum bist du im Fernkampf? Geh in Nahkampf. Na, lasst meine Lydia in Ruhe. So, du bist weg. Und du Mistviech. Wie wär's mit einer Grillpartie? Oh, ich kann doch gar nicht wieder das Viech grillen. Oh. Fall mal Schattenmeister. Vielleicht sollte ich mich erst um den kümmern. Weg. Nein. So, Lydia, hinter dir. Gib ihm den Rest. Gib ihm den Rest. Oh. So, jetzt aber. Und tschüss. Das mag ich bei den Fallmann. Dieses Geräusch. Der hat doch kein Problem. Der ist doch kein Problem hier. Fallmann, Schattenmeister. Da das andere Viech da unten im Wasser rumbackt, ist das auch kein Problem. Ich bewege mich schneller als die Zeit. So. Und dich erledigen wir so von Hand. Oh, tschüss. Oh, kommt er da hoch? Halt! Nein, was zum... Oh Mann, ich war so gut. Oh, gibt's das? Ich war mir so siegessicher. So siegessicher. Und dann mit einem Hapsweich im Mund. Oh nein, das ist ja echt fies. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Ja, Lydia. Zu Recht, will ich meinen. Zu Recht. Denn wir wissen jetzt ganz genau, dass in dieser Ecke einer sitzt. Oh, was hält denn der aus? Ich dachte es ja. Ah, das ging doch. Soll mal ein bisschen rüberschießen. Vielleicht erwischen wir schon einen oder anderen. Also jetzt wird's ja echt eng hier. Meister ist so eine Sache, ja. Auf Meister zu spielen. Jetzt ist das Viech schon wieder da unten ins Wasser gebackt. Aber das ist kein Problem für mich, sondern eher eins für das. Warum? Was war das jetzt? Das kann doch nicht sein. Also, dieses Mal präsentiere ich ja einen Skill, der ist ja sondergleichen. Also den hat man ja noch nicht gesehen. Also irgendwie bin ich damit nicht ganz so zufrieden. Vielleicht sollte ich den Schwierigkeitsgrad wieder auf... Also einfach nur einen runterstellen. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Lydia, ich weiß. Es wäre auch zu komisch, wenn du eins dabei hättest. So. Der ist erledigt. F5. So. Jetzt muss das doch klappen. So, komm schon. Na, das sieht doch diesmal gut aus. Voll drauf vorbereitet. Na, du wirst ja wohl meine Lydia nicht töten. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Wirklich nicht. Oh, jetzt kommt der Schattenmeister von da unten. Lydia, mach ihn platt. Ganz genau. Oh, warte, bevor der mich jetzt wegtreibt, looten wir den vielleicht erstmal. Aber irgendwer schießt er da noch mit Pfeil und Bogen. Durchhalten, Lydia. Ich bin schon dran. Da ist er.
Ja, entdeckt, tatsächlich. So, ich lasse aber dieses andere jetzt drin. Kann ja nicht sein, dass wir jetzt hier nur die guten Szenen zeigen, sondern auch die schlechten Szenen. Nur nicht so sicher sein. Mach ihn platt. So. Das war jetzt ja ein Stress. Lydia, geht's dir gut? Pfeil in der Schulter, wie immer. Solange er nicht im Knie ist. Denn so ein Pfeil im Knie, der würde dir schon ganz schön den Tag.